Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute mal das Thema, warum Sie keine Fördermittel nutzen, welche Probleme Sie haben und falls Sie sagen, woher wollen wir das wissen? Naja, wir haben ja schon ein paar tausend Fälle gemacht. Sie kennen uns wahrscheinlich schon öfter, weil Sie schon mehrere Folgen gehört haben oder auch schon auf dem YouTube-Kanal gesehen haben oder wir auch schon gesprochen haben. Es ist einfach so, der Fördermitteldschungel lichtet sich nicht, aber wir haben ein bisschen Lösung und Licht in das Ganze gebracht und das machen wir heute. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Wie kommen Sie bloß an die ganzen Förderprogramme ran, von denen wir hier und auch andere natürlich im Internet erzählen oder auch was Sie schon vielleicht an Gesprächen gehört haben oder auch Vorträgen von uns, dann wissen Sie es aber schon, warum. Dort haben wir ja schon die Tipps an hier und da mal angesprochen. Aber wenn Sie einfach mal lesen, da gibt es so viele Förderprogramme, so viel Subventionen und so viel Beihilfen. Das ist die Energieeffizienz und die ganze Energiewende und Sie müssen energieeffizienter werden. Das gibt es so Maschinen, die man kaufen kann. Sie könnten vielleicht ein Unternehmen kaufen, was man finanzieren kann mit Fördermitteln. Ein Startup mit Förderprogramme oder Innovation mit Förderprogramme oder einfach nur einfach Betriebsmittel nach vorne investieren, um skalieren zu können. Also es geht um Geld und die Frage ist, wie kommen Sie da eigentlich ran? Wir haben ganz viele Praxisbeispiele auf unseren Kanälen, aber es gibt immer noch viele, die sagen, Mensch, das habe ich nicht verstanden, das haben Sie so kompliziert erklärt. Deswegen hier nochmal keine komplizierte Erklärung, sondern was ist eigentlich das Problem, warum Sie noch keine Förderprogramme genutzt haben? Also es gibt über 5.100 Förderprogramme mit über 1.563 Richtlinien, wenn Sie genaue Zahl haben wollen. Und das Handicap ist nicht die Europäische Union, weil die hat eigentlich nur 88 Richtlinien für die Förderprogramme. Aber es gibt halt so viele unterschiedliche Bundesländer in Deutschland, unterschiedliche Förderprogramme, die wieder mit anderen Programmen kombiniert werden können, dass Sie da wahrscheinlich gar nicht direkt hinkommen können. Das Problem ist also Fördermitteldschungel, das Wort haben Sie schon gehört, aber auch diese Kombinationsmöglichkeit und die Herangehensweise, die ist Ihnen ja gar nicht bekannt. Das heißt, das Problem, was Sie haben, Sie können das ganze Buffet gar nicht sehen, weil Sie einen sehr engen Fokus auf bestimmte Finanzinformationen nur haben. Es wäre so, als wenn ich Ihnen etwas von einer nuklearen Kettenreaktion erläutern möchte. Und Sie interessieren sich auch für das Thema, weil es vielleicht spannend sein könnte. Kann ja sein, was Sie auch alles haben. Man kann damit tolle Energien schaffen, man kann damit tausend Sachen bewegen. Aber wenn das Grundverständnis der Nutzung der Information gar nicht vorliegt, weil das so kompliziert ist und weil so viele Kombinationsmöglichkeiten daraus sich entwickeln lassen, deswegen nutzen viele und wahrscheinlich Sie auch, ich hoffe nicht, aber Sie auch, zu wenig die Förderprogramme. Also es gibt eine Gruppe in Unternehmen in Deutschland und wir haben ja über 3 Millionen Unternehmen in Deutschland. Mit Zweigniederlassungen sind es ungefähr 3,4 und noch ein paar zerquetschte, aber ich sag mal 3 Millionen und darüber sind es schon. Und weniger als 300.000 Unternehmen haben das regelmäßig genutzt. Und ich meine jetzt nicht die Corona-Hilfe, sondern ich meine wirklich Investitionsförderprogramme. Sagen Sie, wie kommt das denn? Naja, Statistik von der Kreditreform, vom Statistischen Bundesamt, sodass Sie natürlich auch feststellen können, okay, das sind echte Daten. Die habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern die sind so. Warum? Es wird ja immer registriert, wenn ein Unternehmen Förderprogramme irgendwo aktivieren will. Förderprogramme sind, und dann merken Sie schon einen Unterschied, alles, was eigentlich von staatlicher Seite her genutzt werden kann. Es gibt gar keine richtige Definition von Fördermittel. Das ist schon das nächste Problem. Das heißt, Sie gucken auf ein Informationsfeld, auf eine Lage, und Sie kommen aus einer vielleicht Problemlösung, das heißt, Sie wollen investieren. Nicht, dass Sie Probleme im Unternehmen haben, aber Sie wollen investieren und haben die Informationen nicht so vorgelegt bekommen, von außen oder vom Internet oder von uns, dass Sie da relativ einfach drauf zugreifen können. Und dann sage ich immer, Mensch, was wollen Sie denn eigentlich machen?
Und auf diese Frage hin können ja viele Investitionsliste machen. Wir haben ja auch einen Fördermittelcheck unter fördermittel-testen.de, ist gebührenfrei. Da hätten Sie schon mal eine Lösung für Ihr Problem. Also wenn Sie was investieren wollen, dann bitte unter fördermittel-testen.de einfach unseren Checkbogen, der ist gebührenfrei in der Beratung. Das heißt, unsere erste Information kriegen Sie immer quasi geschenkt von uns. Dann wissen Sie schon mal, wie der Status der ganzen Situation ist. Also zurück, was ist das Problem? Das Problem ist eine Gemengelage von verschiedenen Begriffsdefinitionen und daraus ergeben sich dann auch Fehler. Warum? Es gibt viele Berater, die schreiben sich auf eine Webseite Fördermittelberater, dann posten die ein paar Dinge und so und alle sagen, oh, das klingt aber schlau, da gibt es irgendwie Zuschüsse, super Sache, mache ich. Ihnen fehlt aber die gesamte Übersicht. Und dann werden Sie vielleicht irgendwie unruhig, weil Sie nicht alle Informationen haben, weil Sie einfach an jemanden geraten sind, der Ihnen auch vielleicht nur ein X für ein U vormachen will. Ob Sie es haben wollen oder nicht, ist was anderes, aber grundsätzlich sind Sie gar nicht in der Lage. Und das ist das Problem, die einzelnen Daten einzuwerten. Also das heißt, ist das Förderprogramm eigentlich für Sie richtig? Warum? Sie müssten die Richtlinie lesen. Sie müssten sich mit den Konditionen auseinandersetzen, mit der Förderstelle mal reden, das schon mal vielleicht vorab besprechen. Das sind alles Aufwendungen, die die möchten die meisten Unternehmen gar nicht erst eingehen. Die hätten es gerne fertig. Wenn sie es also fertig haben und sie wollen komplexe Finanzierung vornehmen oder auch einfache, dann wenden sie sich grundsätzlich an uns. Dann hätten sie schon mal eine Problemlösung. Aber wenn sie es selber machen wollen, dann müssen sie, sich durch die Richtlinie durcharbeiten. Dann können sie ihre Probleme minimieren. Das schützt Sie noch nicht vor einer Rückforderung, falls Sie einen falschen Antrag gestellt haben. Aber es bringt Sie schon mal näher ans Ziel. Das heißt, das Hauptproblem ist, Sie verstehen gar nicht das Thema. Und bei 5100 Förderprogrammen und 1563 Richtlinien kann ich das auch verstehen. Wir haben hier hauptberuflich rund 25 Leute, die sich nur um das Thema Fördermittel kümmern. Den ganzen Tag, von morgens bis abends. Das heißt, wir sind für die meisten Unternehmen eine quasi Außenstelle für eine gewisse Zeit und zwar dann, wenn eine Investition vorbereitet, geplant und umgesetzt werden soll, die ein gewisses Volumen, in diesem Fall über 250.000 Euro, übersteigt. Also wenn Sie ein Unternehmen kaufen wollen und Sie suchen nach Förderprogrammen, dann sprechen Sie am besten mit uns. Warum? Ich bin jetzt nicht so vermessen zu sagen, ja, gucken Sie mal hin, hier bei der förderdatenbank.de, das ist eine kostenlose Plattform vom Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hier in Deutschland. Da sind so rund 2100 Programme, also nicht alle, aber da ist schon mal ein Teil drauf. Da können Sie ja selber recherchieren. Dann geben Sie mal einen Unternehmenskauf. Dann werden Sie feststellen, oh, da kommen schon 80, 90 Stück. Dann sagen Sie, welcher davon ist für Sie? Unter welcher Prämisse ist der für Sie? Und was müssen Sie dafür vorhalten? Und welche quasi Hürden müssen Sie selber dafür erstmal übersteigen? Was müssen Sie überhaupt erstmal an Ist-Zulage herstellen, um die Förderprogramme zu nutzen? Oder am ganzen Beispiel, nehmen wir Innovation. Innovation ist ein Riesenfeld. Warum? Sie können steuerliche Forschungsförderung nutzen, Sie können Projektzuschüsse nutzen für Personal. Es gibt ein Eurostars-Programm für, Marktführergeschehen im Prototypenbereich. Es gibt eine EU-Förderung auf Innovation mit 70% Zuschuss auf die Personalkosten. Das klingt alles super. Warum? Ist alles Zuschuss, alles geschenktes Geld vom Staat. Das sieht ja aus wie ein Selbstbedienungsladen. Aber das ist es überhaupt nicht. Warum? Jedes einzelne Programm ist für jedes einzelne Unternehmen quasi individuell erstmal abzustimmen. Das Programm nicht, das ist fest, aber das Unternehmen auf das Programm. Und wenn sich das ganz leicht anhört bei der Förderung, dann ist es garantiert nichts. Das sage ich Ihnen auch, wenn Sie sich mit irgendwelchen Informationen beschäftigen und sagen, okay, das klingt einfach, das mache ich, dann kann es nicht ganz richtig sein. Warum? Alleine die Regularien für die Förderprogramme, und da ist das nächste Problem, selbst wenn Sie wissen, welche Förderprogramme Sie nutzen, müssten Sie auch noch richtig beantragen. Wenn Sie jetzt also irgendwo lesen, das geht alles ganz easy, dann machen wir mal hier eine kurze Konzeptkonzeption, dann machen wir es mal hier, dann machen wir da ein paar Papiere schwarz, dann läuft das schon, also Papier bemalen, Businessplan schreiben, dann läuft das schon. Oder Sie nutzen irgendwie so eine unqualifizierte Beraterkostenförderung, das muss man auch dazu sagen, das kann alles am Ende nicht zu einem Gesamtfinanzierungskonzept führen. Warum? Das ist so komplex, Sie müssen sich im Bankrecht auskennen, im Kapitalmarktrecht, im Auslandsinvestmentbereich, wenn Sie ins Ausland investieren, im deutschen Steuerrecht, im Einkommensteuerrecht, im Gewerbesteuerrecht, im Subventions- und Beihilfengesetz, in der AIVV, das ist die allgemeine Vertragssituation für die Zusammenarbeit der Europäischen Union. Da sind die ganzen Paragraphen drin, die die ganze Förderung zusammenhalten. Da müssen Sie die Landeshaushaltsordnung kennen, die Bundeshaushaltsordnung kennen, die steuerliche Forschungsförderung kennen, die Innovationsförderung kennen, die Unternehmenskaufförderung kennen, die Gründungsförderung kennen. All das Thema ist ja miteinander verwoben. Und das ist etwas, was natürlich ein Riesenproblem ist.
Und wenn Sie sich ein bisschen damit beschäftigen wollen, weil wir so viel von Problemen gesprochen haben, hier ist eine Lösung. Wir machen für Sie auf diesem Kanal, bei YouTube und auch beim Podcast, bei uns beim Fördermittel-Podcast, regelmäßig gebührenfreie Informationen, nicht nur für einen Fördermittelcheck, sondern wir haben ein Startpaket, ein Fördermittel-Startpaket. Und das ist das Entscheidende, warum. Da sind Bücher drin zum Lesen. Kurz, knapp und erfolgreich. Warum? Das gibt es schon seit Jahren, unser Startpaket. Verkaufen wir im Regelfall im öffentlichen Markt. Also das kann man kaufen. Das können Sie auch im Shop bei uns sehen. Und den Link packe ich hier in die Shownotes rein. Den Link packe ich auch unter die Artikelsituation rein. Den Link packe ich auch bei den Videos rein. Warum? Dann haben Sie das kostenlos. Und sagen Sie, was heißt denn kostenlos? Normalerweise verkaufen wir das für rund 99 Euro netto. Das sind so 130 Euro noch was. Ich weiß nicht ganz genau. Also brutto. Und dementsprechend ist das für Sie ein Geschenk. Warum? Der Link, den Sie hier jetzt unter oder über oder neben diesem Beitrag sehen, da können Sie draufklicken, dann ist da schon, da steht drauf, Gebühren bezahlt. Das Ding ist also kostenlos gebührenfrei. Dann können Sie nicht nur Bücher durchlesen, können Sie auch Videos ansehen zum Thema Maßnahmenbeginn, zum Thema, wo bekomme ich überhaupt welche Fördermittel, welche Förderarten gibt es, wie komme ich mich damit beschäftigen und für welche Situation gibt es eigentlich Förderprogramme. Und wenn Sie das Fördermittelstartpaket schon mal durchgearbeitet haben, dann haben Sie einen riesen Vorteil. Warum? Sie sind schon mal viel näher an uns, weil Sie dann viel besser die Zusammenhänge verstehen. Und wenn Sie verstehen, um was es da geht, dann können Sie es auf Ihre Situation besser runterbrechen. Und wenn Sie das können, dann können Sie die Fördermittel besser nutzen. Und dann gehören Sie zu den 10%, die die Förderprogramme richtig clever einsetzen. Und zwar richtlinienkonform, rechtskonform, steuerrechtkonform, sodass auch keine Nachforderung oder eine spätere Rückforderung passieren kann. Wir geben auf unsere beratenden Projekte ja 15 Jahre Garantie. Ich sage, was heißt das denn? Naja, also stellen Sie sich vor, Sie haben das Startpaket genutzt. Sie sagen, ja, jetzt habe ich das verstanden, ich will das gar nicht selber machen, wollte nur mal reingucken. Was machen Sie denn bei Feder Consulting anders als die anderen? Ja, unter anderem 15 Jahre Garantie. Das heißt, wenn das Projekt beendet ist, was Sie uns aufgetragen haben und wie das durchfinanziert haben, es ist erfolgreich, Sie sind total zufrieden, dann kommt es ja immer noch zur Prüfung von Förderstellen. Und zwar Jahre, teilweise Jahrzehnte danach. Und deswegen haben wir 15 Jahre Garantie. Das heißt, nach dem Projektabschluss stehen wir Ihnen, und jetzt kurz festhalten, gebührenfrei 15 Jahre zur Verfügung. Wenn Ihr Steuerberater eine Frage hat, wenn Ihr CFO eine Frage hat, wenn Sie eine Frage haben, wenn die Prüfungskommission kommt, wenn Ihre Bank eine Frage hat zu diesem Projekt, was Sie bei uns beauftragt haben und abgeschlossen haben, stehen wir 15 Jahre gebührenfrei für jegliche Antworten und Auskünfte. Wie war das mal geplant? Wie war der Schriftsatz? Was ist da gemacht worden? Wie ist das argumentiert worden? Können Sie mir mal den Zuwendungsbescheid schicken? Was ist da? Was ist hier? Was hat der da gebucht? Woher kommt das? Wie war die Richtlinie? Wie war der Antragsteller? Wo war das? Wer war der Ansprechpartner? Warum ist das so ausgefüllt worden? Was haben Sie damit gemeint? Wie war die Liste? All diese Fragen, die man im Nachgang selten wieder richtig beantworten kann, die haben wir hier gespeichert schon, weil wir das Projekt komplett einmal spiegeln und dementsprechend 15 Jahre vorhalten. Wenn Sie sagen, das ist ja unfassbar, dann sage ich, ja, wir machen das ja schon fast 30 Jahre. Und diese Garantie haben wir schon seit 15 Jahren. Also es ist für uns nichts Neues. Wir haben es bloß nicht immer so propagiert, weil ich dachte, Mensch, das interessiert Sie alles gar nicht. Jetzt haben wir festgestellt, dass Sie das total spannend finden und Sie das auch als einen riesen Mehrwert empfinden. Das haben wir durch Kundenumfragen herausgefunden. Und deswegen sage ich Ihnen das mal offen. Also, am besten Sie gucken sich das Fördermittelstartpaket an, das ist gebührenfrei. Sie machen vielleicht noch einen gebührenfreien Fördermitteltest, das ist auch gebührenfrei. Das ist eine tolle Reihenfolge, dann wissen Sie, wovon wir reden, Sie wissen auch, was los ist. Und dann kommen wir vielleicht zusammen, als dass Sie bei uns Kunde werden können, wenn Sie möchten. Und dann setzen wir das um und dann haben Sie die Sicherheit, dass es ewige Zeiten auch ordentlich betreut wird. Warum? Hier bei Feder Consulting gibt es nicht nur Garantien und Handeln und Fakten und einfach mal eine klare, eindeutige Vorgehensweise, sondern wir schaffen auch in konstruktiven, schwierigen Zeiten, in komplexen Sachverhalten immer eine Lösung. Dafür sind wir angetreten. Wir helfen anderen, damit da die Investitionen richtig finanziert und gefördert werden. Also das zum Thema Fördermittel-Startpaket, wie Sie die Probleme der Fördermittel quasi Informationen auch für sich regeln können. Nutzen Sie das, arbeiten Sie sich ein bisschen rein. Das kostet halt Zeit, aber
Das ist wichtig für Sie, damit Sie die richtigen Schritte tun und damit Sie auch die guten und die schlechten Entscheidungen voneinander ein bisschen besser trennen können, damit Ihre Zukunft schöner aussieht, für Ihre Familie, für Ihr Unternehmen, für sich selber sowieso, coole Vermögensbildung, coole Wachstum, gute Skalierungsoptionen, wenn Sie das möchten, gute Investitionen, einfach eine schöne Zukunft. Warum? Wenn Sie es nicht machen, dann macht es ja auf jeden Fall der Wettbewerb, dann ist der schneller. Und wenn Sie erstmal hinten dran hinken, weil Sie die richtigen Investitionen nicht vollzogen haben, dann sagen Sie wieder mal, hätte ich das mal früher gemacht. Und wenn Sie ganz intern in sich mal reinhören, kennen Sie das und sagen, ich bin schon an so vielen Chancen vorbeigelaufen, wann kommt endlich das Zeichen, das mir sagt, was ich zu tun habe? Das hier ist das Zeichen. Sie brauchen nichts weiteres abwarten. Wenn Sie Investitionsplanung haben, dann ist das Zeichen. Nutzen Sie das Fördermittel-Startpaket, nutzen Sie einen Fördermittelcheck. Das sind zwei gebührenfreie, ja, ganz einfache, für Sie nutzbare Tools, Werkzeuge, damit Sie Ihre nächsten Investitionen besser finanzieren können. Und denken Sie dran, das gilt alles für Investitionen ab 250.000 Euro, weil da macht es für Sie auch Spaß, mit uns zusammenzuarbeiten. Uns macht es einen Riesenspaß. Alles andere ist einfach mal ein bisschen zu klein in der Regel. Gibt Ausnahmen, aber die sind so gering, dass wir sagen, ab 250.000 Euro muss es sein. Warum? Dann wird auch der Förderbereich einfach für Sie greifbarer und Sie können Kosten sparen, bessere Zuschüsse bekommen und auch besser dementsprechend im Unternehmen sich wirtschaftlich aufstellen. Also, Fördermittel-Startpaket, der Link ist hier drumherum, unten oben rechts links oder auch in den Shownotes beim Podcast. Und dementsprechend sind Sie jetzt am Zug, Handlung zu vollziehen, um Ihre Zukunft zu verbessern. Also bis dann. Tschüss. Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft!